Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 im Singleplayer auf der Hills Hugh Farm. Ja, Folge 106, die zweite, ne? Ja, ein bisschen was schief gelaufen die Woche. Die Folge eigentlich heute vom Freitag, die kam irgendwie schon am Montag, ne? Weil ich habe ein bisschen im Voraus produziert oder im Voraus aufgenommen, weil keine Zeit, nicht da sozusagen, ne? Und ja. Aber falsche Folge, auch noch fürs falsche Projekt, und die Ken Crossing war es ja. Ja, irgendwie falsch beschriftet und da kam die Folge natürlich ja falsch. Deshalb gibt es die Folge 106 hier nochmal. Ja, nicht so wie sie war. Also die Folge 106, die falsche, kann man sich immer noch angucken. Die ist natürlich als Video verfügbar, die es eigentlich am Freitag geben sollte. Und deshalb ist das hier 106 die zweite, ne? Gut, Arbeit ist doch genug da. Ne? Hier rollen noch die Ballenberg runter. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, einmal müssen wir hier unsere Presse losschicken, dass wir hier weiter Gras pressen. Zu Grasballen natürlich. Dann, ich weiß nicht, wie weit hier drüben der Meer ist. Den können wir dann natürlich weiter schicken. Ach ne, wir müssen ja das andere Feld erst noch wegsammeln alles. Ne? So, hier brauchen wir einmal CP, nächster Wegpunkt. Da kann er weitermachen. Aber das ist halt so, manchmal passiert das halt, ne? Das sieht komisch aus. Ach so. Er hat sich das jetzt hier schon mehr oder weniger geschnappt. Ne? Das müssen wir nochmal uploaden. Da ist wohl einer unter der Erde. Der ist natürlich jetzt weg. Ne? Und? Haut denn, der backt einer in der Erde rum. Zack, da ist er. Noch einer oben drauf. Ne? Die hatte ich hier noch abgestellt. Ich weiß nicht, war das jetzt in der Folge noch abgestellt? Das weiß ich gar nicht. Oh, sind alle da. Okay. So, fahren wir mal ein Stück vor und stellen die hier nochmal ab. Wir wollen natürlich hier noch die anderen Ballen einsammeln von dem Feld. Der Meer steht auch noch dort oben. Der ist noch nicht fertig. Das wird... Ach, ich sollte erst entsprechend beigeben hier. So, oh, kommen wir hier rum? Nee. Total verschätzt hier, Wendekreis. So, ihn werden wir jetzt einfach aufs Feld stellen und werden losschicken, dass er hier Ballen einsammeln kann. Obwohl, die liegen so schön in einer Reihe, ne? Ja, ist egal, den schicken wir trotzdem los. Achso, nee, der Kurs muss erstmal raus. Brauchen wir jetzt hier das Feld, genau, das hat er nicht erkannt. Brauchen wir erstmal das Feld noch und dann können wir ja sagen, einfach starten. Geht auch nicht, müssen erst noch Reset drücken am Anhänger, dann funktioniert es. So, 85 Ballen sind noch übrig. Bin ich jetzt Verkehr 60? und wir kriegen 28 Ballen drauf. Sind 56, sind 84. Aber das sind drei Ladungen und einen Ballen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Das ist der eine Ball, den wir hier oben gepresst haben. Wir haben ja einen mit hingenommen. Wer sich jetzt die Folge 106 schon mal im Vorfeld angeguckt hat, ich glaube, das war da, ne? Der eine fehlt, der eine ist dann mehr. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. So, dann setzen wir ihn mal hier an für die letzte Bahn. Der wird gleich melden, Arbeit beendet. Das ist Quatsch. Nächster Wegpunkt natürlich. So, ihn müssen wir auf alle Fälle ansetzen. Der hat noch genug zu tun hier, nächster Wegpunkt. Der wird gleich einen Ball wieder fertig haben. Ich weiß nicht, gibt es hier schon mehr? Gibt es noch einer liegt noch da, ne? Lassen wir ihn fahren. Ihn können wir nachher losschicken, wenn wir fertig Ballen fertig haben, würde ich sagen. Ne? So, ist er schon voll? Nö. Ich würde sagen, der übernehmen wir hier.
Denn die Helfer laufen erstmal alle. Genau, 56 und 28 ist 84. Das ist doch richtig. Auch hier drüben liegt auch noch einer rum. Da liegt noch ein Grasball. Ach, da liegen sogar noch mehrere. Das sind ja zuständig hier wieder. Ich sehe sie schon länger liegen, ne? Aber wenn man es hier sieht, wir müssen hier zwingend kalken und wir müssen düngen, ne? Aber um das machen zu können, müssen wir hier erstmal die ganzen Ballen wegräumen. Ganz schön, sie kämpfen hier, unser John Deere. So, den können wir erstmal unten stehen lassen. Arbeit beendet. Es ist der Glas. Ah, wird blockiert, ist natürlich der mit einem Baumwollballen. Jo, gleicher Fehler wie vorhin, ne? So rum mit dem Schuh raus. So, Kurve ist zu eng, wir fahren hier durch die Halle. Halt. Wir machen mal eins, wir stellen ihn wieder ein. Genau, 57 Ballen, da bleibt einer wirklich übrig. Ich habe mich nicht verrechnet. Gut, wir brauchen aber ihn hier. Ballen abladen und weiterschicken. Aber wenn ich mir das wieder so angucke, zwei Bahnen, ein Ballen. Da ist jetzt so die Frage, was da jetzt richtig ist. Ob die Ballen dann reichen oder nicht. Ne? Nächster Wegpunkt. Aber ich wollte mir, glaube ich, die Punkte merken. 8.300. Wenn ich das merke, bis zum nächsten Ballen. So, ihn können wir ja einfach auf die Straße stellen. Er kann ja ebenfalls einfach die Straße, sage ich schon, aufs Feld stellen. Er kann ja die Ballen einsammeln. Er müsste doch das Feld erkennen, oder? Müssen wir ihn noch erstmal Position zuweisen? Ne, der fährt los. Okay. Weil der hat hier sozusagen noch nichts anderes gemacht. So, er ist fertig. So, die Mähwerke können eigentlich für diese Saison winterfest gemacht werden, oder? Hat er erstmal alles hier oben in der Ecke weggesammelt, ist ja nicht schlecht.
Muss entladen werden. Nee, muss entladen werden ist doch noch nicht richtig bei dem Ballensammler. Der hat doch bloß zwei Ballen gehabt und keine drei. Gut, es kann natürlich sein, dass er die Meldung bringt, weil er alle Ballen eingesammelt hat. Das ist natürlich möglich. Warum drücke ich denn das heute nicht? Ein Stapel kommt noch und ein Ball. Zu interessieren tut es mich aber, warum er sich da meldet. Nee, er hat erst 2000. Ach, ihn habe ich hier nicht resettet. Da kommt er natürlich ja nicht zu Potte. Da fährt er ja mit so einer Zeitlupengeschwindigkeit, ne? Lass mal den einen hier liegen, wenn wirklich der eine der Ausschlaggebende ist, der zu viel ist. Wir müssen da drüben auch noch die Grasballen wegholen. Die haben natürlich eine andere Größe, ne? Also wenn, dann tun wir den einen Ballen... Na, ich würde fast sagen, den tun wir an Kuhstall hin. Da kann er vergären zur Silage und dann wird er dort angenommen. Weil ich werde nicht in einzelnen Ballen fortfahren, weil es ja größere Ballen, weil die wollen wir ja verkaufen, sobald es die Lage ist. Und da werden wir nur volle Anhängerladung voll fortfahren. Die einen werden nicht hinterher fahren. So, 2, 4, 6 gehen noch drauf. Und 7 liegen noch da. Ist wirklich so. So, der nächste Baumwollball muss fertig sein. So einmal drücken und dann versetzen und dann können wir sie absetzen.
unser Anhänger, der andere steht ja auch noch hier mit den Siliermitteln. Den werden wir dann nehmen. Da können wir die Ballen nämlich drauf tun und tun, machen dann einen Gurt rum. Da können wir die wegholen. Den stellen wir mal so lange hier vorne ab. Ne, das ist unser Ballen. Unser Ballenwickler hier. Der hat Probleme. Mit dem bergab rollenden Ballen, ne? Der hätte mich jetzt schon gewundert, dass so schnell Baumwolle voll sein sollte, aber gut, möglich ist es, ne? Das sind dann 112 Ballen mal 7500 Liter Silage. Weil eigentlich sehen wir doch, die müsste ich doch jetzt in der, sorry, die müsste ich doch jetzt hier in der das ist ja Luzerne. Ja, die haben ja noch frische Luzerne irgendwo liegen. Nee. Ja, das war Silage. Und Silage haben wir jetzt auch schon reichlich, oder? Haben wir schon 1,6 Millionen. 539.000. Wir werden nicht alles verkaufen können. Aber wir haben schon 2,2 Millionen Warenbestand. Da sollte einiges gehen noch in der neuen Saison an Feldern. Das muss ich halt mal einen Gurt drum machen, weil die Palette ist ja auch nicht fest. Wir müssen mal gucken, wo wir hin tun. Und dann müssen wir mal gucken, eventuell könnten wir die in die Agrochemie backen, weil dort können wir eigentlich auch Siliermittel herstellen. Weiß nicht, ob es annimmt, ob ich das auch auf den Einnahmetrigger, sodass man es praktisch zurück tun könnte und das Lager dort nutzt. Müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Ihn tun wir mal hin. Ups, hinten hin. Zu wegen der Gewichtsverteilung, ne? So, wird blockiert. Wer ist es jetzt? Baumwollernter oder wieder unsere Ballenpresse? Na, könnte es der Baumwollernter sein. So, Gurt drum machen. Gut, wir haben beide blockiert. Dann ist eins wieder unsere Presse. Die müsste aber jetzt fertig sein, ne? Auch das andere ist der Baumwollernter. So, der kann weiterfahren. So, hier müssen wir uns den neuen Kurs holen aus den hier. Ich hätte schon gedacht, nicht, dass ich ihn gelöscht habe. Nee, da ist zum Glück noch drin. Den müssen wir uns erstmal kopieren. Und wir machen gleich hier unten noch die Ecken weg. Oben ist es zwar auch noch, wo es dann da liegt. Das können wir dann immer noch hinterher machen.
So, hier drüben auf der Seite auch noch. So, und dann tun wir den alten Kurs raus, den neuen rein und erster Wegpunkt und einstellen. So, wie gesagt, den einen Silageball, den tun wir an unseren Kuhstall hin. Da kann er dort verkehren. Den wird man eh nicht wegfahren einzeln. So, einmal Spannkorte ab und tun wir den dorthin. Und den Rest von die Sachen, den räumen wir dann in der nächsten Folge auf. Also das Destilliermittel oder, na gut, das können wir auch noch wegfüllen. Ne? Denn der dürfte ja kein Gras angenommen werden, der Akkuchemie, oder? Mal gucken, ob es uns das Destilliermittel annimmt. Genau, drin ist es. Und dann werden wir auch noch hier die Grasballen los. Dann sind die auch mit eingelagert. Genau. So, wir machen dann morgen ja weiter. Am Samstag mit einer weiteren regulären Folge. Ich hoffe mal nicht in doppelte. Ne? In diesem Sinne, bis dahin. Und tschüss.